Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um den neuen The Flash Cup und um das Valentinstags-Event von diesem Jahr. Es gab einen neuen Post und wir haben viele, viele Informationen dazu bekommen, was in dieser Woche auf uns zukommen wird. Weitere Cups und zwar auch ein Cup wahrscheinlich zu The Flash. Das ist jetzt eine Information, die nicht so viele, Informationen uns geben kann, denn es gibt jetzt nicht so krasse Infos wie zum Beispiel zu dem Valentinstags-Event als zu The Flash. Aber jetzt geht's los mit dem Post. Und zwar, hier steht einmal der Post von Fortnite. Liebe liegt in der Luft und auf der Insel. Liebe liegt in der Luft auf der Insel. Und die Dinge werden wild, herzenswild. Finde die Liebe zu Fischstäbchen, nimm am Herzenswild oder Herzens, keine Ahnung, wie das Turnier hier heißt. Das ist bestimmt hier noch im Wettkampf-Tab. Ist gerade bei mir noch weiß, seht ihr hier im Hintergrund. Aber das ist das Turnier zu dem Valentinstags-Event, wo ihr einen kostenlosen Skin freischalten könnt. Ebenfalls wie bei The Flash. Aber zu The Flash haben wir nicht so krasse Informationen, wie gesagt. Finde die Liebe zu Fischstäbchen, nimm am Herzenswild-Turnier teil oder Cup teil, um die frühen Outfits zu verdienen. Nimm an einen eigenen Team-Battle oder Teamkampf teil, erstelle dein eigenes Papercraft und vieles mehr. Lese ich hier alles darüber. Und jetzt springen wir mal direkt zu dem Post, der gerade vor einigen Minuten erschienen ist. Wilde Herzen, in der Valentinstagswoche gibt es jede Menge Liebe in Fortnite. Von das Fortnite-Team, dieses Jahr gibt es jede Menge herzliche Action, passend zum Valentinstag. Heute am 8. Februar 2021 startet das Fortnite-Event Wilde Herzen. Okay, das heißt dann so, lass der Liebe freien Lauf und hab Spaß mit allen Neuerungen dieser Woche. Es gibt ein besonderes Turnier, Creator-Herausforderungen, tolle Bastelvorlagen, süße neue Outfits im Itemshop und noch viel mehr. Kämpft im Wilde Herzen Cup für die Liebe und verdient euch euren Vorabzugang zum Outfit Herzchen. Das sorgt für Herzrasen, erhaltet die Chance, das Outfit Herzchen zu gewinnen, noch bevor es im Itemshop verfügbar ist. Ganz gleich, ob ihr im wirklichen Leben ein Paar oder einfach nur ein dynamisches Duo seid. Schnappt euch euren Duo-Partner und tretet am 9. Februar, also morgen, im Wilde Herzen Cup an. Alle Duos haben 3 Stunden Zeit, um bis zu 10 Matches zu spielen und dabei Punkte zu sammeln. Die besten Duos jeder Serverregion gewinnen das Outfit Herzchen und das Rückenaccessoire Dynamitherz. So, für die Teilnahme müsst ihr mindestens Konto Level 30 erreicht und die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert haben. Für die Wiederaktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung müsst ihr unsere Zwei-Faktor-Authentifizierung Webseite aufrufen, euch dort mit eurem Epic Games Konto einloggen und die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen. Das genaue Turnierformat, die Belohnungen und die Teilnahmebedingungen findet ihr in den offiziellen Regeln für den Wilde Herzen Cup. Die konkreten Zeiten für eure Region könnt ihr im Wettkampf-Tab des Spiels erfahren. Weiter geht's hier. Seid mit ganzem Herzen dabei. Erhaltet bei den Teamkämpfen, Belohnungen im Spiel. Beim Event Wilde Herzen gibt es einen neuen Community-Wettstreit. Teamkämpfe Wilde Herzen zwischen dem 10. und 17. Februar 2021 können sich alle Fortnite-Spieler dem Team ihres Lieblings-Creators anschließen und diesem dabei helfen, bei einzigartigen Herausforderungen Punkte zu sammeln. Wenn ihr euch gegen die anderen Teams aus eurer Regierungsgruppe auch durchsetzen könnt, erhaltet ihr tolle Belohnungen im Spiel. Erster Platz, Spitzhacke, Atemräuber, Klingen, Lackierung, knallbunte Formen, Spraymotiv, echte Liebe, Emoticon, gut getroffen und Banner der Teamkämpfe, wilde Herzen. Zweiter Platz bekommt Lackierung, knallbunte Formen, Spraymotiv, echte Liebe, Emoticon, gut getroffen und Banner der Teamkämpfe, wilde Herzen. Dritter Platz bekommt Spraymotiv, echte Liebe, Emoticon, gut getroffen und Banner der Teamkämpfe, wilde Herzen. Der vierte Platz bekommt das Emoticon, gut getroffen und das Banner der Teamkämpfe wilde Herzen. Und der letzte Platz, also der fünfte Platz der Teams, Banner der Teamkämpfe wilde Herzen. Also pro Platz, also Top 5, wird es immer eine Belohnung mehr oder halt weniger geben. Und dazu gibt es auch einen Screenshot. Ich blende euch währenddessen, ich diesen Post vorlese, auch einige Screenshots zu diesem Event und von diesem Post ein. Alle Details, darunter auch die Teilnahmebedingungen für die Teamkämpfe wilde Herzen, findet ihr demnächst in unserem kommenden Blogbeitrag zu diesem Thema. Und dazu wird auch ein eigenes Video rauskommen zu diesem Creator-Turnier bzw. Teamkämpfe von den Content-Creators. Weiter geht's, Leibniz Kreativzentrum, Willkommenszentrum im Valentinstag-Stil. In dieser Woche steht das Willkommenszentrum im Kreativmodus vor einer liebenswerten Verwandlung. Vom 9. Februar 16 Uhr MEZ bis zum 16. Februar 2021 16 Uhr MEZ könnt ihr im valentinisierten Willkommenszentrum vorbeischauen und an den Rosen schnuppern. Eine
Kreation von Team Creative Minds. Bringt eure Emotionen mit Bastelkunst zum Ausdruck. Pünktlich zum Wilde Herzen Event sind auch die Papier-Cosplays und Figuren wieder da. Dieses Mal könnt ihr Figuren und Masken basteln, die alle mit dem Thema Valentinstag zu tun haben. Ab sofort könnt ihr bis zum 15. Februar 2021, 16 Uhr MEZ, die Papiervorlagen dafür auf der Fortnite-Cosplay-Seite herunterladen und zu Hause ausdrücken. Mit den tollen Masken könnt ihr euch dieses Mal als Wildcard, Liebesdorn und Herzensbrecher verkleiden. Außerdem könnt ihr kleine Faltfiguren basteln, die aussehen wie die Kuschelbeauftragte, der Kuschelkönig und der Liebesranger. Verbreitet etwas Romantik und teilt eure gebastelten Werke in den sozialen Medien mit dem Hashtag MyFortniteValentine oder FNValentine. Helft Fischstäbchen dabei, seine große Liebe zu finden. Es schwimmen so viele Fische im Meer herum, dass da wird doch sicher auch für Fischstäbchen ein Valentinsschatz dabei sein. In den Aufträgen dieser Woche, die am 11. Februar 2021 um 15 Uhr MEZ beginnen, geht es darum, Fischstäbchen zu einem Date zu verhelfen. Tut eurem Fischfreund diesen Gefallen und verdient dabei jede Menge EP. Außerdem helft ihr bei diesen Aufträgen Herzchen und Schluckus dabei, Gefühle der Liebe auf der Insel zu verbreiten. Seht einfach verführerischer aus, dank neuer und wiederkehrender Outfits. Während des Wilde Herzen Events gibt es neue Outfits im Itemshop zu bestaunen, darunter die Vorliebe förmlich explodierende Herzchen und der größte Fan der Kuschelbeauftragten, der Kuschelkönig. Doch auch bekannte Outfits, wie die mit harter Handstreichel-Einheiten austeilende Liebesdorn, kehren in den Itemshop zurück. Verbreitet diese Woche jede Menge Liebe in Fortnite. Das war jetzt der gesamte Post dazu, zu dem diesjährigen Valentinstags-Event. Und im Fortnite-Shop, beziehungsweise im Itemshop, also in dem heutigen, sind die ersten Valentinstags-Scans aufgetaucht. Unter anderem haben wir Liebesdorn mit dem Backbling Pulspack, Liebesranger mit dem Backbling Schwingen der Liebe, Tattoo-Hacke, wahre Liebe ist auch wieder da, eines der ikonischsten Valentinstags-Emote überhaupt, wahres Herz ist auch wieder da, Küsschen und Tagtraum, Mesh-Anführer mit dem Backbling Jet-Set und mit dem integrierten Emote aufgeladene Kampfkunst, Kombo-Klingen und Mecha-Team oder Mesh-Team-Lackierung. Zero ist nach 4 Tagen immer noch im Itemshop oder wieder da, mit dem Backbling Schwarzes Loch, Atlantis-Fischstäbchen ist interessanterweise wieder da mit dem Backbling Titan-Schuppe, Optimistisch ist auch eine mega, mega nice Lackierung, eines der besten Lackierungen im Spiel, einfach einhändig, Team Mesh und Team Monster ist auch wieder da, die NFL-Skins sind immer noch im Itemshop, genauso wie die Schiedsrichter und die passenden Items dazu und das Testpaket ist immer noch im Itemshop und wird wahrscheinlich auch morgen noch im Itemshop bleiben oder vielleicht sogar entfernt, da kann ich nichts sagen, aber sehr, sehr, sehr günstiges Paket für 1800 V-Bucks bekommt ihr hier 5 verschiedene Gegenstände, passend halt zum Testset. Und währenddessen werde ich euch den neuen Flash-Skin ein. Das Set weiß man nicht oder man weiß nicht, wie das Set von ihm aussieht. Klar ist, dass es aber ein Turnier zu ihm geben wird. Wahrscheinlich nächste Woche wird das dann angekündigt. Und vielleicht ist er sogar der nächste Jäger, den Jones auf die Insel holen wird. Wenn weitere Informationen zu dem Flash-Skin und zu seinem Turnier auftauchen werden, gibt es ebenfalls ein eigenes Video dazu. Danke, dass ihr dabei wart und danke für das Anklicken des Videos. Abonniert nicht vergessen, um bei den nächsten Videos benachrichtigt zu werden, wenn ich ein neues Video hochlade bzw. veröffentliche. Haut ein Like rein und viel Spaß mit dem Valentinstags-Event von diesem Jahr. Haut rein und bis zum nächsten Mal.